So, und weiter geht's mit den Fragen. Ja. Welche Sängerin findest du hübsch? Welchen Sänger findest du sieht gut aus? Ich finde Beyoncé, finde ich ganz, ganz toll. Ja, die finde ich hübsch. Sänger. Keine Ahnung. Fällt mir gar nichts zu ein. Keine Ahnung. Was ist das ultimative Produkt für dich? Egal ob Foundation oder Mascara, ganz allgemein, ohne dass du nicht leben könntest. Ohne dass ich nicht leben könnte, wäre auf jeden Fall Augenbrauenpuder. Ja, Augenbrauenpuder und Concealer und Mineralpuder. Das sind so die drei Dinge, ohne die ich nicht leben könnte. Also, was heißt, ohne die ich nicht leben könnte? Klar, geht's auch ohne. Aber ich fühle mich damit einfach wohl. Kriegst du oft negative Kommentare? Wie gehst du damit um? Ja, ich bekomme oft negative Kommentare, aber am Anfang, als ich Videos gemacht habe, habe ich es mir sehr, sehr persönlich genommen. Und ja, jetzt gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich fliege so über die Kommentare und wenn ich dann denke, dass es negativ ist und es ist unter der Gürtellinie und ich möchte das nicht unter meinen Videos stehen haben, dann lösche ich diese Nachricht, also dieses Kommentar oder Nachricht und blockiere denjenigen. Aber ansonsten mache ich mir da gar keinen Kopf mehr. So, hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ja, ich habe ein Haustier. Das ist ein Zwergkaninchen. Und das ist ein, ja, der ist schwarz. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt, glaube ich. Nee, bei Block TV habe ich es euch gezeigt. Ja, und er ist schon 8 Jahre alt. Und heißt Blackie. welche Musik hörst du? Ich höre unterschiedliche Musik. Ich höre New Metal, also so Linkin Park, sowas. Höre sehr, sehr gerne Hip-Hop und Soul. Manchmal höre ich sogar Klassik. Aber was ich nicht mag, ist zum Beispiel Schlager. Oh, könnte ich überhaupt nicht. Oh, ekelhaft. Mag ich nicht. Ist mein persönlicher Musikgeschmack. Liest du gerne Bücher? Zurzeit weniger. Also ich habe schon etwas länger kein Buch mehr gelesen. Aber wenn ich ein gutes habe, dann lese ich es sehr gerne. Was ist dein Lieblingslipgloss? Den zeige ich euch mal. Das ist dieser hier. Der ist auch schon total leer. Aber ich habe mir noch einen gekauft. Ha. Ja, das ist der. Die heißen ja jetzt anders, ne? Oder? Ja, die heißen jetzt XXL Shine Lipgloss von Essence. In der Farbe 05 Supergirl. Ja. Jetzt haben die, glaube ich, so einen Applikator, oder? Nee, Pinselchen. Keine Ahnung. Ja. Das ist mein absoluter Lieblingslipgloss. So, weiter geht's. Seit wann hast du schon Piercings? Wie viele? Ja, ich habe an der Nase, hier bei der Lippe, am Bauchnabel und das war's. Ich hatte noch am Lippenbändchen, also das ist hier, da zwischen, da oben an diesem Zipfel,
hatte ich noch ein. Am Ohr hatte ich hier oben auch mal ein. Ja. Das war's. Weiter geht's. Hast du einen Lieblingslook? Ja, ich mag total gerne Pin-Up-Look. Ja, mit roten Lippen und sowas. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Das tue ich dann auch hier in die Sidebar. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Hast du ein Lieblingsparfüm? Ja. Das ist das. Na, wie heißt's? Das ist das. Vergessen, wie es heißt. Kann er nicht angehen. Nee, Quatsch, ich habe hier so ein Dings. So ein Pröbchen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube. Lacombe. Nee. Lacoste oder Lacombe? Ich hab's vergessen, tut mir leid. Aber ich hab's in meinen anderen Videos schon mal erwähnt. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hab's vergessen. Warum trägst du deine Tipps nicht mehr? Ja, durch die Arbeit, ne? Da durfte ich keine Tipps mehr tragen. Und ich finde es jetzt viel besser. Jetzt sind meine Nägel so. Also die wachsen und sind schon härter geworden. Und ich finde natürliche Nägel, die gepflegt aussehen, schöner. Hattest du schon mal Gelnägel? Ja, hatte ich schon mal. Und habe damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Was ist dein alkoholisches Lieblingsgetränk? Habe ich keins. Ich mag kein Alkohol. Ich trinke kein Alkohol. Mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen? Mit 17 bin ich ausgezogen. Wie oft gehst du zum Friseur? Boah, ich gehe gar nicht zum Friseur. Ich lasse mir meine Spitzen nur schneiden. Und das letzte Mal war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Und das war's. Magst du Playboy-Sachen? Manches schon, aber manches auch nicht. Manches finde ich nicht, also zu kitschig. Mag ich nicht. Aber manche Sachen finde ich auch ganz schön. Welche Farbe hat deine Tastatur? Sie ist schwarz. Ganz normal schwarz. Wo gehst du am häufigsten deine Lebensmittel einkaufen? Am häufigsten im Aldi und im Lidl. Was isst du am liebsten von Burger King, McDonald's? Oh. Vom McDonald's esse ich am liebsten diese Apfeldinge. Apfel, bin ich blöd. Apfeltaschen, die esse ich am liebsten. Und vom Burger King. Ah, Hot Brownie. Also dieser Kuchen, wo der erwärmt wird und dann oben kommt da so Eis drauf. Das esse ich am liebsten. Würdest du dir deine Haare kurz schneiden lassen? Also manchmal habe ich so Phasen, da denke ich mir ab mit dem Zeug. Gerade wenn es im Sommer so heiß ist und dann, oh, dann ist es an der Kopfhaut so heiß und ich finde es einfach nur nervig. Deshalb habe ich mir auch heute so eine Hochsteckfrisur gemacht, weil ich sonst total kaputt gehe. Aber nee, ich werde mir meine Haare nicht kurz schneiden lassen. Wo war dein schönster Urlaub? In Tunesien. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ich habe mir bei YouTube immer amerikanische Schminkvideos angeguckt. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Was ist deine Lieblingsstadt?
Zum Beispiel London oder was weiß ich. Also ich fände mal New York ganz spannend, aber Frankfurt ist meine absolute Lieblingsstadt. Was für ein Sternzeichen bist du? Ich bin Löwe. Gut, jetzt kommt der dritte Teil und es wird vielleicht noch einen vierten geben. Also tut mir leid, ihr Lieben.